Vize-Sylphie Kopie bei Lied und Traute X27 Semikolon ist Danze, ihr findet und Traute X27 Semikolon ist peinlich. Auch in der zweiten Lied-Danze-Folge heißt es leider, 0 Punkte für Viktoria Swarovski, 24. Nach ihrem verpatzten ersten Auftritt versuchte die junge Moderatorin durch das typische Maische bleiben sie dran Bussi, die Zuschauer auf ihre Seite zu locken. Bei Sylphie, 39, hatte das nämlich immer gut geklappt. Doch dieser ausgeklügelte Plan ging leider nicht auf, Promiflas Leser stimmten ab und fanden Vizes Auftritt ziemlich peinlich. Hatte es aber auch wirklich nicht leicht, waren nach dem verkorksten Moderatorendebüt dieses Mal natürlich noch ein paar Augenpaare mehr auf sie gerichtet. Vizes Strategie dieser Sendung, beeindruckendes Dauerlachen, ein Küsschen hier, ein Bussi da kommt einem bekannt vor? Sylphies Moderationsstil war ähnlich, aber scheinbar authentischer. Denn die Promiflas-Gemeinde war sich einig, stolze 72,7% denken nicht, dass die Kristallerbin so zum Zuschauerliebling wird. Die Österreicherin machte ihre Sache dabei gar nicht so schlecht. Sie hatte deutlich weniger Versprecher, was jedoch auch an ihrem stark reduzierten Moderationsanteil gelegen haben könnte. Und was sagte der Rest der Netzgemeinde? Die vergaben auch dieses Mal ein paar Seitenhiebe und erfanden gleich mal ein kreatives Trinkspiel zur Show, bei jedem Versprecher der 24-Jährigen dürfe ein Schnaps getrunken werden. Prominentester Mitspieler dieses gefährlichen Spiels war übrigens Berlin, Tag und Nacht Star Jan Löck, 33.